alleine muss er arbeiten. Naja. Mehr schlecht als recht mit 12 km/h. Der Waldrat sieht eigentlich ziemlich gut. Auch wenn das so ein kleiner motorisierter Dinger ist. Hallo? Herr Reinhard? Herr Reinhard? Haben Sie ein bisschen zu viel getrunken? Was? Traktor geht nicht an. Der Traktor geht nicht an. Traktor geht nicht an. Okay. Tschüss. Raus da. Ich glaube, ich muss mal den Stromberg anrufen. Hallo, Herr Stromberger. Ja. Wissen Sie, wo der Herr Reinhard ist? Ja, vor mir. Irgendwie verhält er sich gerade, als wäre er nicht von hier, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, okay, gut. Ich wollte bloß, dass Sie mal nach dem schauen. Der hat sich komisch angehört. Wenn Sie mal das nächste Mal Butterbrot essen, einmal bitte bei mir melden, mit dem Herrn Reinhard am besten. Ich esse kein Butterbrot. Nein? Nein. Achso, Sie essen kein Butterbrot. Wieso essen Sie kein Butterbrot? Weil ich keinen Hunger habe. kurz off RP. Ja. Ich nehme seit 2 Wochen durchgehend auf und schneide die Folgen in Länge. Deshalb gibt es auch keine Anmoderation zu jeder Folge, sondern nur am Montag und am Freitag eine Abmoderation. Achso, wusste ich nicht. Deshalb die Info an Sie, Herr Stromberger, Sie waren ja länger nicht da. Ja, okay. Gut, aber ich gucke trotzdem gleich mal vorbei. Außerhalb des RPs reden? Nee, das nicht. Ich komme gleich mal bei Ihnen vorbei. Ja, okay. Gut, tschüss. Ja. So, dann bin ich gleich durch hier.
So. So, gut, dann fahre ich mal gerade hoch zum anderen Feld, weil das muss ich ja auch noch anpflanzen. Oh, hier fehlt noch was. Hat aber nicht gut gearbeitet. Hallo? Volker? Jo. Jetzt dabei sein müssen, hier oben ging was ab. Nee, da hatte ich keinen Bock drauf. Ich muss arbeiten, ich habe keine Kohle, ich habe noch 2000 Euro. Ja, ich genauso. Das habe ich mich schnell vom Acker gemacht. Ich habe ein Bio-Zertifikat jetzt bekommen vom alten BM, vom Reinhard. Und ich warte auf meine Auslösung. Ach so. Weißt du? Das ist doof. Ja, Bürokratie halt, ne? Muss jetzt das neue BM wieder neu eintragen oder was? Ne, ne, der muss mich einfach halt auslösen. Ich krieg halt auf, keine Ahnung, ich glaube ich 250.000 oder so von denen, aber das ist halt schon viel, ne? Ja, das ist ordentlich. Okay. Ja, ich wollte, dass der Ex-Bürgermeister hier mein Feld weiter anpflanzt, aber der ist ja nicht mehr zurechnungsfähig. Mhm. Keine Ahnung, wann das da, wann der mal wieder zur Vernunft kommt. Ja, das frage ich mich auch. Jo, aber was soll man machen? Ich mach mal weiter Feldarbeit. Jo, mach das. Bis dann, tschüss. Zum anderen Feld. Und fass, was da stand. Hallo, hier ist Herr Neumann. Hallo, Herr Neumann. Sie können Sie mal irgendwie eine Bodenprobe bei Feld 67 nehmen? Das sieht irgendwie aus, als wäre man da schon wieder in einem Unkrautstadium. Kann das sein? Da kann ich ja mal kurz mit meinen Dodge Ram hinfahren und gucken. Ja, gucken Sie mal. Wenn ja, dann müsste man da eventuell direkt Unkraut spritzen. Gut. Bin gerade unterwegs. Ja. Ich weiß nicht, wo Ihr Fan hingekommen ist. Den hat der Reinhard gehabt. Ja, der ist komplett total Schaden. Ah. Okay. Weil ich sehe hier jetzt gerade mit dem Fahrzeug von Ding an. Vom Wettrennen. Ja. Hey. Naja. Würde das jetzt striegeln, ihr Feld. Ja, dann machen sie das. Das ist ein bisschen günstiger und jetzt geht das nicht. Okay, gut, danke. Tschüss. Bitte. Tschüss. So, gut, dann soll er das machen. Soll mir recht sein. Hauptsache, es ist gemacht. Hat er den Traktor geklaut vom Lohnunternehmen und den kaputt gefahren, ey. Ist ein Hampelmann. So, es wird dann wohl demnächst eine neue Bürgermeisterwahl geben. Hallo? Ich kann nicht mehr ansehen. Herr Reinhard. Ja. Ja, ich wollte, dass Sie weiter ansehen, aber Sie hatten irgendwie den Traktor entführt. Ich werde jetzt von der Polizei weggeschleppt. Na, Sie sind ja gut drauf. Ja. Aber es klingt irgendwie nach einer Schizophrenie oder so. Vielleicht lassen Sie sich mal irgendwie einweisen. Okay. Ist der auf den Kopf gefallen? Irgendwie spinnt er.
Naja. So, warte mal, hab ich einen Wandblinker noch angehabt? Ey. Muss ich meine Feldarbeiten auch noch selber machen, ey. Vor allem mit so Kleingruscht-Equipment. Wenn es wenigstens große Maschinen wären. Wirklich an seiner Grenze. Warte mal, ich fahr vielleicht oben mal quer hin und her, da muss er nicht immer den Berg hier hoch. Da geht's vielleicht ein bisschen flotter. Radiosender verstellt, ey. So, aber dann haben wir den Soja gleich angesät. Hoffentlich. Und wenn die Felder dann, ich glaube, dann muss auch nicht. Irgendwie muss ich die loswerden. Klingelingelingelingeling. Hallo? Hallo. Hallo, Herr Stromberger. Ich wollte, dass ich anrufe. Ja, ich hoffe, die Lage hat sich jetzt ein bisschen beruhigt. Hoffe ich auch. Ich habe eine Frage, und zwar, ich habe zwei Felder aktuell. Die 67 und die 69. Die sind in meinem Besitz, aber ich würde die eigentlich gern loswerden. Verkaufen Sie. Finde aber eben, ich finde aber aktuell keinen Käufer. Stellen Sie es doch auf Felder Scout 24. Das wäre eine Idee. Okay. Gut, ich wollte es nur absegnen. Ja, ich würde es auf Felder Kauf 24 setzen. Okay. Und dann hätte ich noch eine Frage, und zwar, ich habe Feld 100, glaube ich, im Moment in der Pacht von der Stadt. Moment, müssen wir kurz. Feld 100.
glaube, dass es 100 ist. Fällt 100, ja, das sieht so aus. Da... Wissen Sie, welche Grundbuchfarbe Sie haben? Ja, natürlich. Die Farbe in dessen, die Farbe wie der Traktor hier gerade. Grün. Blau ist ja die Stadt. Ja, warte, in der Pacht von der Stadt. Hallo? Ja, sorry, ja, der Typ, was hier oben tut, der ist halt gerade nicht da, ja? Hallo? Aber mach einfach Ansage, was abgeht, okay? Tschüss. Herr Stromberger? Ja? Baum im Weg. Hallo? Ist das Ihre Mailbox? Ich habe keine Mailbox an. Okay. Aber bei mir ist belegt. Ja. Okay, ja, was wollten Sie sagen? Ja, habe ich jetzt ganz vergessen. Okay, ich wollte Ihnen sagen, dass Feld 100 noch eine, also das ist nur eine Pacht, ein Pachtvertrag, über einen Grasschnitt noch. Ja, dann machen Sie diesen. Ja, ich möchte Sie nur darüber informieren. Ja. Wenn das fertig ist, okay, dann würde ich mich bei Ihnen melden und Ihnen das Bescheid geben. Ja, ich weiß ja nicht, was ich da jetzt machen soll. Was sollen wir mit einer Grasfläche? Außer wachsen lassen. Ich sag Ihnen ja nur, dass ich da ich noch einen Grasschnitt frei habe. Ja. Weiß er nicht, der alte Bürgermeister ist ja nicht mehr zurechnungsfähig, von dem her kann der Ihnen ja keine Infos ich geben. Ich bin der Bürgermeister. Der alte. Der ist kein Bürgermeister mehr. Doch. Sag ich doch. Der ist aber nicht zurechnungsfähig. Der wird Ihnen wohl kaum solche. Ich bin hier Übergangsbürgermeister. Ich fühle mich gerade wie in der Zentralzelle. Telefonzentrale, wollte ich sagen. Ja, das ist halt so als Bürgermeister. Ja. Naja. Gut, also ich habe da noch einen Grasschnitt frei. Sie sind informiert. Tschüss. Mhm. Ja, auf Wiedersehen. Nee, der hat null Ahnung. Ich will dem nur eine Info geben. Aber der will gar nicht zuhören. Naja. Hat Pech gehabt. Dem hätte ich jetzt auch die Story vom Pferd erzählen können. Nächstes Mal erzähle ich dem irgendwas anderes, dass ich hier, weiß ich was, und dann hat er Pech gehabt. Mache ich das einfach so. Nanu, hä? Achso, Telefon. Harry ruft dann. Nanu, was ist da jetzt los? Harry? Ja? Hallo. Hallo. Vorhin war belegt, sorry. Was? Vorhin war belegt. Ah. Ja. Da habe ich mit Stromberger telefoniert. Was ist los? Heute ist. Hä? Kannst du mir sagen, was heute ist? Welcher Tag? Ja. Samstag. Müsste es sein. Ja. Laut meiner Rechnung. Gab's halt nicht sein. Ja, da kann man manchmal durcheinander kommen. Ganze. Weißt du, die Forstwirtschaft macht ja auch nie Wochenende, von dem her. Man ist ja immer am Hasseln. So, Samstag haben wir. Mhm. Gut. Warst du schon? Was? War's das schon? Oder hast du noch etwas? Das war's. Okay. Gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Weißt du nicht, welchen Tag wir haben? Ey, das gibt's ja nicht. Nee, das gibt's nicht. Ah, hast du noch nicht aufgelegt? Wartet, bis er auflegt. Das ist halt immer so. So.